Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder Epic Auto Towers und heute möchte ich euch ein Bild vorstellen, der so krass scaled. Wir werden mit drei Bären spielen und wir möchten auf jeden Fall zum Start der Runde die Remove Token bekommen. Start with a removal token. This token will have two charges. Das müssen wir haben für den Bild. Oh, und ein Horse Tower statt des Tiefe Towers. Ja, okay, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Für den Bild braucht man einfach Glück. Entweder die Bären kommen oder die Bären kommen nicht. Wenn die Bären nicht kommen, kannst du nichts machen. Aber hier haben wir schon mal den ersten Bären. Wichtig. Wir haben auch einen Iron Tower. Dann war's das. Der Iron Tower bekommt, wenn er Level 3 erreicht, plus 75 Leben. Den werden wir danach zerstören, sobald wir hier mindestens 3 Bären haben. Noch schöner wäre natürlich 4 Bären. Aber die sind halt auch uncommon. Das heißt, die kommen nicht so häufig in den Shop. Einmal werden wir noch rerollen. Nice! Okay. Leute, das könnte der Run werden. Das könnte der Run werden. Den Bär hatte ich schon mal erklärt, aber ich erkläre ihn nochmal ganz schnell. Wenn ein Tower permanent vom Feld entfernt wird, bekommen alle Bären auf dem Feld den Attack und das Leben des Towers. Dieser Effekt kann auf Level 1 einmal auftreten pro Runde. Ich habe schon mal vorhin einen Run gehabt, der eigentlich ganz gut war. Aber ich habe das mit diesem nur der erste Tower nicht bedacht und dadurch konnte ich den ganzen Run wieder aufgeben. Weil ich hätte nämlich einen Bären gelöscht, ohne dass der Buff auf die anderen Bären rüberging. Wir beenden die Runde. Wir müssen halt schauen, dass wir schnell den hier auf 3 kriegen. Das ist unsere größte Sorge. Horse Tower hätte ich jetzt gerne genommen, aber wir müssen das Gold benutzen zum Rerollen. Das hat oberste Priorität. Solange wir noch 2 Kronen haben, sind wir noch auf der sicheren Seite. Das wird sich aber jetzt ändern. Ja. Okay. Es ist alles gut, wenn wir jetzt den Iron Tower auf 3 kriegen. Wir nehmen bei jedem Level Up den Remove Token. Sagen wir 5 Stück. Jetzt müssen wir den Iron Tower upgraden. Ansonsten ist der Run verloren. Den Dice Tower finde ich auch ganz interessant. Da werde ich auch mal ein Video zu machen. So, Bären. Wenn ich noch einen Bären kriege, können wir anfangen. Schade. Ich hoffe einfach, dass es ausreicht. Dass wir jetzt nicht verlieren. Aber müssen wir eigentlich. Mal gucken, wie knapp das jetzt wird. Okay, wir haben noch 30, 36 Lebenspunkte Puffer. Das sieht gut aus. Jetzt gib mir bitte die Bären. Nimm das zweite Pferd. Wenn wir das nämlich auf 2 kriegen, haben wir am Ende mehr Gold zum Rerollen. Wir werden eine Menge Rerollen. Aber das sieht gut aus. Chest werden wir nicht nehmen. So, damit haben wir im nächsten Shop 3 weitere Tower zu einem vergünstigsten Preis. Und ich hoffe, dass jetzt der Bär dabei sein wird. Ja, der Iron Tower macht gerade alles für uns. Er saved unser Leben.
Verdammt. Kein Bear Tower. Der Slime Tower ist auch eine sehr gute Synergie zum Bear Tower, weil der konsumiert immer den rechten Turm, also der rechts von ihm steht, und die Bären bekommen ebenfalls den Buff, den der Slime Tower bekommt. Das ist doch so ein Witz, oder? Dass wir keine Bären kriegen. Jetzt aber komm. Okay, jetzt ist die Bossrunde. Jetzt müssen wir einen Bären kriegen. Definitiv. So, wir haben den Iron Tower zerstört. Dadurch haben beide Bären den Buff gekriegt. Ich beende die Runde. Haben die auch einen Buff bekommen? Aber das war's. Das war einfach unlucky. Wir haben, glaube ich, 100 Mal gerewollt und keinen Bären gekriegt. Aber ich gebe nicht auf. Jawohl! Geht doch! Start with Removal Token. Ich hoffe, jetzt kommen die Bärchen. Wir bauen einen Chest Tower, wir bauen einen Diebes Tower. Und wir bauen einen Iron Tower. Guter Start. Damit müssten wir eigentlich die erste Krone sichern. Also, dass wir in der ersten Runde keine Krone verlieren. Mit nur Chest und Tief kann man auch die erste Runde überleben. Aber nicht immer. Wir gehen noch nicht auf die Bären, sondern werden erstmal die beiden Tower upgraden. Nicht, dass wir wieder hier verlieren, bevor wir stark genug sind. Knapp. Sehr knapp. Genau das meine ich. Jetzt rewollen wir auf Iron Tower. Leider kein Bär dabei. Ja, da steckst du halt nicht drin. Wenn die Bären nicht kommen, dann kannst du nichts machen. Verdammt, wir müssen schnell den einen Tower auf 3 kriegen. Wenn der auf Level 3 ist, bekommt er nämlich 75 Leben und damit sichert er uns das Überleben für die ersten Runden. Kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht sein. Noch nicht mal ein Iron Tower kommt in den Shop. Es dauert immer so lange, bis man wieder diese zwei Remove-Token hat am Anfang dieser Runde. Wir hätten die Runde, aber jetzt sollten wir eigentlich überleben. So zwei, drei Runden müsste der Iron Tower alles aufhalten können. Wir nehmen immer bei jedem Level Up die Removal Token. Da ist der erste Bär. Schön. Kriegen wir noch einen Bären? Bitte. Ja. Nice, 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 nice. Okay. Noch ein Bär. Und wir können anfangen. Ich habe schon fast gedacht, dass wir das hier wieder neu starten müssen. Kein Bär? Los jetzt.
Oh Mann, ey. Jede Runde, wo ich jetzt nicht diese Iron Tower abreiße, ist Pokern. Ist Risiko. Und bald die einmal den Tower abreißen und durchkommen, war es das. Dafür sind die Türme dahinter zu schwach. Ich glaube, eine Runde können wir noch rerollen, bevor wir den abreißen. Riskier's. Eine Runde riskiere ich's noch. Dann nächste Runde wird der Iron Tower abgerissen. Ja, er ging ja auf 3 Leben runter. Wir müssen ihn jetzt abreißen. Gib mir bitte einen Bären. Wir zerstören den Iron Tower. Somit haben jetzt beide Bären 111 Leben. Mal schauen, wie lange uns das Leben rettet. Ich hätte so gerne 4 Bären schon gehabt, und bevor wir das abreißen. Dann wäre das alles noch so viel heftiger eskaliert am Ende. So. Okay, wir müssen auch den Boss überleben. Slime Tower. Wir bauen den Slime Tower. Der Slime Tower wird den einen Bären fressen. Dann hat der Slime Tower 111 Leben und der hat 222 Leben. Das sollte uns den Boss vom Hals halten. Genau. Welche Option haben wir? Okay, damit können wir die Auswahl im Shop verringern. Der Tower gained ein Level. Okay, wir könnten dem Bären jetzt ein Level geben. Ich würde aber auch wirklich gerne wissen, was Slime Tower Level 2 macht. Wahrscheinlich verstärkt es nur den Slime Tower. Wir werden den Bären upgraden, damit das jetzt unser Hauptbär. Er kann jetzt nämlich zweimal pro Runde getriggert werden. Wir könnten jetzt also mit dem Slime Tower und mit dem Removal Token den Bären buffen. Wir beenden die Runde. Wir brauchen mehr Bären. Ohne Bären wird das nichts. Oh Mann. Da ist er. So, ein weiterer Bär. Ich möchte aber noch einen Bären. Wir brauchen eigentlich 3 Bären, damit immer der Buff auf 2 weitere geht. Nice. Gut. Aber eigentlich war das dumm, dass wir den jetzt auf Level 2 gemacht haben. Weil wir haben ja jetzt keinen anderen, den wir da reinfüttern können. Wir müssen also jetzt quasi den auch abreißen. Aber ehrlich gesagt, das mit dem Level 2 ist zwar schön, dass man zweimal triggern kann, aber ist auch eigentlich relativ egal für uns. So, gucken, ob wir noch einen weiteren Bären kriegen. Ja. Wir machen da jetzt einen Bären hin. Wir zerstören dieser Runde den Slime Tower. Würde ich sagen. Dann können wir vielleicht den Bären hier noch stehen lassen. Einfach weil ich nicht den Bonus nach dem ersten Endboss
geschenkt haben möchte. Removal Token. 6 Removal Token. Wir haben noch, wir sind jetzt Runde 14. Kriegen wir noch mehr Bären? Oh, komm schon! Leider nicht. Wir zerstören wieder einen Bären. Wir können nämlich immer noch einen pro Runde zerstören. Das ist das Ding. Wir rerollen auf Bären. La, warum kommen denn jetzt keine Bären, Mann? Sehr ärgerlich. Gestern übrigens kam das Video raus, Drachentower ist broken. Und ich bin morgen wach geworden, habe gesehen, das Video hat einfach über 1000 Aufrufe. Ich habe mich so gefreut. Seit 6 Jahren mache ich jetzt YouTube. Und niemand guckt sich meine Videos normalerweise an. Aber seitdem ich dieses Spiel hier hochlade, kriege ich Views. Absolut crazy. Absolut verrückt für mich. Okay, wir müssen jetzt weiter zerstören. Jetzt hat er schon 694 Leben. Wir beenden die Runde. Mal gucken, ob wir es schaffen, den Endboss zu one-shotten. Wenn wir jetzt hier Bären in den Shop kriegen würden. Gott sei Dank, mit dem letzten Roll. Jetzt können wir nämlich wieder den Bären zerstören. Das hat er schon 1100 und der hat 478. In dem einen Run, den ich hatte, da hatte ich einen Bären mit über 2000 Leben. Und letzter Roll. Nice! Okay, jetzt haben wir doch Glück. So, jetzt zerstören wir den besseren Bären. Dann ist er schon auf 1,6. Aber ich denke, dass es schlauer gewesen wäre, trotzdem den hier abzureißen. Einfach damit das noch weiter verdoppelt wird. Kein Bär. Dann halt nicht. Dann können wir noch da hinten einen Turm abreißen. Und dann war es das halt. So, letzte Runde. Wieso würfel ich eigentlich? Wir zerstören jetzt den Tower. Damit ist der Endstand für unseren Bären. 314 Angriff und 2151 Leben. Und damit two-shotten wir den Boss. Easy peasy. Das hätten wir noch gekriegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen werde ich eine Folge Backpack Battles hochladen. Da gibt es auch Updates immer wieder. Da werden wir noch mal reinschauen und dann mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.